Ja, mein Name ist Martin Hoffmann. Ich bin seit vielen Jahren im Sportbereich tätig, habe mit ca. 16 Jahren angefangen, im Jugendbereich Kinder zu trainieren. Erstmal im allgemeinen Sport, bin dann zum Unihockey gekommen durch einen Zufall und jetzt Floorball natürlich. Und hatte sehr viel Spaß daran, auch hier Gruppen zu trainieren. Habe dann auch angefangen, leihenweise das Jahn-Team mit zu coachen. Und über meine Schulausbildung und über mein Studium dann, was ich absolviert habe, ich bin Sportwissenschaftler, bin ich darauf gekommen, dass ich halt immer mehr in diese Richtung möchte. Bin mittlerweile auch immer noch dabei, weitere Dinge in diesem Bereich zu studieren über einen Anbieter in den USA. Total super Konzepte, die ich hier gerne auch mit in das Training der Athleten einbringen möchte, um sie noch leistungsfähiger zu machen. Und ja, ich freue mich einfach auf eine super Zusammenarbeit, so wie sie am Wochenende auch schon gut geklappt hat. Aktuell bin ich auch noch Spieler beim FBC Havel und coache da sozusagen die Athleten auch schon mit als Spielertrainer. Und ich kenne den Sportdirektor Atte und der sprach mich dann irgendwann an, ob ich nicht Interesse hätte, das neben meinem normalen Beruf noch mitzumachen. Und da ich sehr viel Interesse habe daran, mit Sportlern zu arbeiten, die leistungsfähig sein wollen und die immer an sich noch mehr optimieren wollen, habe ich gedacht, das ist eine coole Möglichkeit, hier sag ich mal, so ein bisschen den kleinen Traum, den ich schon immer hatte, wahr werden zu lassen. Und ich denke auch, dass ich an dem Wochenende einfach gemerkt habe, das ist eine total tolle Arbeit. Wir haben viele tolle Menschen hier gehabt, die viel schon an sich gearbeitet haben und auch an dem Wochenende gezeigt haben, was sie so können. Und wo wir, jetzt wissen wir auch schon ein bisschen mehr, wo wir ansetzen können. Viele Hinweise gegeben. Und ja, ich freue mich einfach auf nächstes Mal.